Sie leben fast wie vor 300 Jahren die Amish in den USA. Eine religiöse Glaubensgemeinschaft, die ihren Ursprung in Europa hat. Ihre Regeln heißen Ordnung. Dazu gehört die Erwachsenentaufe und je nach Strenge der Gemeinde die Ablehnung des technischen Fortschritts. Sie tragen altmodische Kleidung, Hüte und Hauben, lange Bärte. Wer den Amish begegnet, taucht in eine vergangene Welt ein. Mein Name ist Enos Slabor. Ich bin verheiratet mit Martha Miller, jetzt Slabor. Wir haben 7 Kinder. Wir sind Amish der alten Ordnung und leben auf einer 38 Hektar großen Farm. Wir versuchen, die Technologie so weit wie möglich zu vermeiden. Alles, was wir von uns fernhalten, ist besser. Uns gefällt das. Zu viel Technologie bringt nur Probleme. Der 40-jährige Enos ist Farmer und Hufschmied. Seine Kinder sind zwischen 5 und 15 Jahren alt. Die Slabbacks leben in Middlefield, eine der weltweit größten Amish-Gemeinden, in Jogger County, Ohio, im Nordosten der USA. Die Amish der alten Ordnung sind pferdeorientiert. Wir benutzen keine Autos und Traktoren. Ja, das ist eine lange Tradition, Pferde zu benutzen. Das ist unsere Lebensweise. Die Art, wie wir die Pferde dafür zusammenbinden, wie wir drei nebeneinander arbeiten lassen, hat mir schon mein Vater beigebracht, als ich ein kleiner Junge war. So haben wir es gemacht. Es ist 5:30 Uhr morgens. Die beiden ältesten Söhne, der 12-jährige Marcus und sein 9-jähriger Bruder Myron, helfen dem Vater bereits vor Schulbeginn im Stall. Wir füttern die Pferde und spannen sie ein und nehmen das Saatgut mit. Leben nach der alten Ordnung. Ohne Autos, kein Fernsehen oder Computer. Stromerzeugung nur mit Hilfe von Batterien und Generatoren. Enos besitzt 21 Pferde, die er für die Farmarbeit und Kutschenfahrten vermietet. Außerdem lebt er vom Verkauf der Ernte und von seiner Arbeit als Hufschmied. Was immer ich an Futtermitteln selbst erzeugen kann, muss ich nicht kaufen. Mit dem eigenen Anbau spare ich etwa $3,000 im Monat. Das sind $36,000 im Jahr, die man so verdient. Ich meine, wenn man das spart, ist es ja gutes Geld, das man nicht ausgeben muss. Das lohnt sich. Immer dabei die Söhne Marcus und Myron. Ja, sie haben morgens zu tun, stehen früh auf, füttern alle Tiere und machen sich dann fertig, um in die Schule zu gehen. Dann kommen sie nach Hause und fangen wieder von vorne an. Die Schule beginnt um 8.30 Uhr und ist 3 Kilometer entfernt. Wenn der Respekt und das Verhalten von klein an gelehrt werden, begleitet sie das durch den Rest ihres Lebens. Was man ihnen in jungen Jahren beibringt, begleitet sie ihr ganzes Leben lang. Dazu tragen auch die 350 privaten Amish-Schulen in Ohio bei. Die Amish zahlen kommunale Schulsteuern, dafür dürfen sie ihre Privatschulen mit eigenen Lehrkräften betreiben. Ob zu Hause in den Gotteshäusern oder in der Schule in Middlefield wird immer gemeinsam gesungen, allerdings nur religiöse Lieder. Es gibt nur eine einzige Klasse. Darin werden die Kinder zwischen 5 und 14 Jahren unterrichtet. Die Bibel nimmt den meisten Platz im Unterricht ein, erklärt Lehrerin Kathleen Slabbeck. Komm
Am Morgen singen wir meist Bibelverse, beten dann das Vaterunser. Dann schreiben wir normalerweise etwas, dann Rechtschreibung, Rechnen und Vokabeln lernen. Nach dem Mittagessen haben wir normalerweise Englisch und Erdkunde und das war es auch schon. Und Deutsch haben wir normalerweise auch als erstes am Morgen. Nach der 8. Klasse mit 14 Jahren ist Schluss mit der Schulbildung. Und wenn jemand weiter lernen möchte? Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand zu mir kam und wollte Arzt oder Pilot werden. Eher Fabrikarbeiter, Schreiner, Maurer, so gut wie alles. Die Bibel hat für Kathleen Priorität. Das ist sehr wichtig. Das erwarten wir hauptsächlich von der Schule. Die Bibel und Gott nahe bringen. Wer Amish-Lehrer oder Lehrerin werden möchte, braucht kein langes Studium. Man wird erst einmal Hilfskraft und läuft im Unterricht 4 Jahre lang mit. Darüber hinaus werden private Kurse angeboten und Lehrertreffen organisiert, um Erfahrungen auszutauschen. Wie überall an der Schule ist die Pause das Schönste. Auch nach Unterrichtsschluss übernehmen die Kinder Aufgaben zu Hause, so der 12-jährige Raymond Slabek. Wir gehen gleich nach Hause. Unsere Väter und Mütter wollen, dass wir dann mitarbeiten. Manchmal spielen wir auch. Normalerweise haben wir keine Hausaufgaben auf. In dieser Schreinerei werden Küchen- und Schlafzimmermöbel hergestellt. Ray Slabek beschäftigt 13 Amish-Mitarbeiter. Da Amish keinen Computer besitzen dürfen, erhalten sie ihre Aufträge über einen Dienstleister, der sie auf Papier vorbeibringt. Mit Hilfe der Generatoren und Batterien laufen die vielen Maschinen. Im Betrieb erlaubt das die Gemeinschaft. Die Auftragsbücher sind voll. Ob wir uns nicht ein bisschen mehr modernisieren als unsere Eltern? Ich denke schon. Jede Generation macht das. Aber wir versuchen, das beizubehalten, was uns wichtig ist: die Pferdekutschen. Das ist unsere Art der Fortbewegung. Aber in unserer Arbeit und unserem Geschäft haben wir auch Fahrer, die unsere Produkte ausliefern. Sie bringen uns zum Ausmessen zu den Kunden und so weiter. Ray gehört der alten Ordnung an. Doch jede einzelne Amish-Gemeinschaft im Land entscheidet selbst darüber, wie weit man sich der modernen Welt anpassen will. Eins steht aber immer fest. Kirche und Familie haben immer Vorrang vor dem Geschäft. Zumindest sollte das so sein. Das sollten wir uns immer vor Augen halten. Geschäftlich muss Ray erreichbar sein. Daher ist ein Telefon mit Anrufbeantworter in der Amish-Gemeinschaft der alten Ordnung für die Geschäfte erlaubt. Nur nicht im Haus. Zu viel Technik stört das Familienleben. Wenn mich jemand anruft beim Abendessen, lasse ich es einfach klingeln und esse weiter. Nach dem Abendessen und Beten im Haus nehme ich hier Gespräche an. Ray und Mary haben 9 Kinder zwischen 6 und 20 Jahren alt. Die älteste Tochter lebt mit Mann und Kind auch auf der Farm. Ich kümmere mich um die Kinder, um die Kleidung der Kinder, halte das Haus sauber. Die Ehemänner gehen normalerweise raus, haben einen Job, bringen das Geld heim und unterstützen damit die Familie. Die Rollenverteilung wird bedingungslos akzeptiert. So steht es in der Bibel. Das Oberhaupt ist Gott, dann kommt der Mann, dann die Frau, dann die Kinder. Untereinander wird Pennsylvania Dutch geredet, ein im Kern süddeutscher Dialekt vermischt mit englischen Wörtern. Wir sagen Krummbeerenschälen. Ich schäle normalerweise meine eigenen Kartoffeln. Aber ich hatte in meinem Garten dieses Jahr nicht so viele. Also habe ich diese dazu gekauft. Buying them, I guess.
Normalerweise habe ich erst Zeit für mich, wenn die Kinder im Bett sind. Oder eine Stunde morgens, wenn meine Älteren der neuen Kinder schon arbeiten, bevor die Jüngeren dann zur Schule gehen. Also habe ich von 6 bis 7 Uhr Zeit. Das ist normalerweise meine Zeit. Mary holt vor dem Mittagessen noch schnell die Wäsche rein. 14 Personen leben hier. Ich habe 6 Waschmaschinenladungen. Jedes Mal, wenn ich wasche. Handtücher und die dunkle Wäsche hängen da drüben. Davon habe ich gewöhnlich 5 Wäscheladungen. Nein, ich wasche nur montags, mittwochs und freitags. Das gemeinsame Gebet vor jeder Mahlzeit ist Tradition bei den Amish. Kartoffelpüree und Fleisch kommen fast immer auf den Tisch. Mit den eigenen Händen das anbauen, was die Gemeinschaft braucht, das sind bis heute die Tugenden der Amish geblieben. Doch nur noch 7% dieser Gemeinschaft leben ausschließlich von den Erträgen ihrer Felder. Ines muss die Pferde wechseln. Die anderen Pferde sind jetzt müde. Von der Arbeit in der Sonne und Hitze. Sie müssen Wasser trinken. Per Taxi kommen seine Frau Mary und Tochter Rachel vom Einkaufen zurück. Für Pferd und Kutsche sind die Geschäfte zu weit entfernt. Ich bin hier, um Ines und seine Familie irgendwo hinzubringen, wenn sie irgendwo hin wollen oder müssen, das weiter ist, als ein Pferd und eine Kutsche sie hinbringen könnte. Jim Rudisill ist seit 12 Jahren der Fahrer von Familie Slebeck. Nein, ich möchte kein Amish sein. Ich bin zu sehr an die Lebensweise gewöhnt, die ich habe. Aber ich verstehe, warum sie das tun, was sie tun. Es ist Teil ihres Lebens und das ist in Ordnung. Ich habe kein Problem damit. Die gerade 15-jährige Tochter Rachel hat vor einem Jahr die Schule beendet und hilft auf dem Hof mit. Sie kümmert sich hauptsächlich um die Wäsche und sieht nach den Pferden. Wahrscheinlich werde ich auch mal heiraten und Mutter werden. Dann möchte ich auch weiter mit den Pferden arbeiten. Ich mag mein Leben so, wie es ist und würde es mir auch nicht anders wünschen. Ja, ich mag mein Leben immer noch so. Chester Kurz, ein Freund von Ines, kommt mit seinem Pferd Granny auf die Farm. Ich bin hierher gekommen, weil Ines mein Hufschmied ist und er muss das Pferd dringend neu beschlagen. Und die Hufe müssen bearbeitet werden. Chester ist kein Farmer. Er ist Bauleiter und Subunternehmer, vermittelt Handwerker und wohnt 7 Meilen entfernt. Das Pferd spürt nichts. Du kannst das sehen, es zuckt nicht einmal. Nachwuchsprobleme kennen die Amish nicht. Denn bei fast 8000 Pferden in Middlefield und Umgebung ist Hufschmied ein garantiert krisensicherer Arbeitsplatz. Es gibt fast keine jungen Amerikaner mehr, die sich dafür interessieren. Nicht so bei den Amish. Man weiß, dass es Arbeit ist. Und das steht bei der neuen Generation nicht so auf der Tagesordnung. Nicht so viele Leute machen so einen Job. In den letzten 5 Jahren haben so einige Amish angefangen. Es gibt ein paar junge amische Hufschmiede, die wirklich gut sind. Schließlich
Schließlich ist Granny fertig. $400 kostet ein kompletter Hufsatz pro Pferd. Chester macht sich gleich auf den Weg, denn seine Kutsche braucht auch noch neue Räder. Fast 370.000 Amish leben in den USA, die meisten in Indiana, Pennsylvania und Ohio. Allein dort gibt es mehrere tausend Kutschen, auch Buggies genannt. Viel Arbeit für einen Kutschenbauer wie El Yoda. Els Großvater gehörte diese Werkstatt. Chesters Räder sollen noch heute fertig werden. Wolltest du das heute Nachmittag machen? Ja, ich habe den einen Reifen schon fertig. Ich muss ihn nur noch in die Schmiede legen und aufheizen. Früher waren nur Holzräder mit Stahl darauf erlaubt. Jetzt fahren die meisten Amish-Räder mit Gummi. Die Regeln der Ordnung haben sich in den letzten 10 Jahren geändert. Das ist nicht nur bei den Kutschen so. Aber unsere Kultur ist in der Lage, sich anzupassen. Wenn wir strenge, starre Regeln hätten und unseren Lebensunterhalt immer noch so verdienen würden wie im 18. Jahrhundert, könnten wir nicht überleben. Wir könnten nicht konkurrieren. Ich denke, der Grund, warum wir als Kultur noch überleben, liegt darin, dass wir uns der Wirtschaft und dem sozialen Druck anpassen können. Es ist uns gelungen, die Menge an Technologie, die wir als Ordnung zulassen, so zu regulieren, dass wir trotzdem ein Gleichgewicht zwischen unseren familiären Werten und unserem Geschäft halten. Die 4 Räder für Chester sind fertig und kosten $1.600. Zwei Kilometer von El Yoda entfernt lebt Chester mit Familie auf einer kleinen Farm. 7 Kinder haben er und seine Frau Martha. Sie leben zu Hause auch nach der alten Ordnung der Amish. Wenig Technologie, Strom von Generatoren und Batterien, altmodische Waschmaschinen und geheizt wird mit Holz aus den eigenen Wäldern. Während der Covid-Krise und all den Turbulenzen, die es weltweit gab, konnten wir eine Lebensweise beibehalten, die den inneren Frieden fördert. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, wenn man rund um die Uhr mit den sozialen Medien und der Außenwelt verbunden ist. Unternehmen arbeiten mit Programmen und sofortiger Kommunikation. Das ist großartig für ein Unternehmen. Ich bin aber so froh, dass ich mich zu Hause davon zurückziehen kann. Und das ist der Weg, um meinen Verstand zu bewahren. Am frühen Morgen geht es in sein Baugeschäft. Per Privattaxi. Denn die 20 Meilen zu weit für Pferd mit Buggy. Heuchlerisch findet er die Lebensweise der Amish aber nicht, nur weil sie in ihren Geschäften und Büros die moderne Technik verwenden dürfen. Für die Arbeit ist es erlaubt, wenn ich es selbst nicht besitze. Zu Hause nein. Um erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen und unsere Familien zu unterstützen, könnten wir nicht konkurrieren, wenn wir versuchen würden, mit Handsägen, Hämmern und Nägeln Häuser zu bauen. Dann hätten wir keine Arbeit, denn das würde viel zu lange dauern. Und niemand könnte diese Aufträge hier annehmen. Chester war früher Zimmermann und Maurer. Laut der Studie des Elizabethtown College in Pennsylvania sind über 80% der amischen Unternehmen sehr erfolgreich. Ich war nicht auf dem College. Ich habe nicht einmal einen Highschool-Abschluss. Meine Kenntnisse habe ich durch die praktische Arbeit. Ich lernte von meinen Meistern und Lehrern. Ich denke, das liegt einfach an unserer Arbeitsmoral. Wir neigen dazu, klein anzufangen und unsere Dienste gleich anzubieten. Wir arbeiten mit unseren Händen. Dafür gibt es immer eine Nachfrage. Es ist also sehr wohl möglich, mit lediglich 8 Jahren Schulausbildung ein erfolgreicher Amish-Geschäftsmann zu werden. In der Umgebung von Middlefield betreut Chester mehrere Projekte, wie den Bau dieser 2 Millionen Dollar Villa
eines amerikanischen Geschäftsmannes. Auch Schulabgänger Wayne hat hier gerade angefangen, der 14-jährige Sohn seiner Cousine. Ich muss Mörtel anmischen und dafür sorgen, dass immer genügend vorhanden ist. Manchmal muss ich auch überschüssiges Material entfernen. Aber ich mag das. Er bekommt $15 die Stunde. So beginnt das. Und wenn er mehr Erfahrung hat, wie der Top-Manager in unserer Firma, dann bekommt er $32 die Stunde. Das variiert und ändert sich auch ständig. Nur einen geringen Anteil ihres Lohns dürfen die Amish-Kinder bis zum 20. Lebensjahr behalten. Bis dahin bekommen die Eltern den Lohn. Einige leben auch weiterhin zu Hause. Dann zahlen sie etwas Miete für ihr Zimmer und die Verpflegung. Jeden Sonntag feiern die amischen Gemeinden einen dreistündigen Gottesdienst in einfachen Gemeindehäusern außerhalb der Stadt. Tom ist hier seit 34 Jahren Pfarrer. Wir glauben an eine ewige Bindung, wenn wir heiraten. Wir glauben nicht an Scheidung. Du kannst kein Mitglied unserer Kirche sein und dich scheiden lassen. Wir betrachten die Ehe von Mann und Frau so, wie es in der Bibel festgelegt wurde. Wir bitten sie, ein Leben lang zusammen zu bleiben. Und es ist ziemlich selten, dass es bei uns eine Scheidung gibt. Es kann passieren, aber es ist ziemlich selten. Im Durchschnitt haben Amish-Familien 6 Kinder. Ein Geschenk Gottes. Wir haben Leute, die medizinische Probleme haben und deswegen keine weiteren Kinder mehr bekommen. Medizinische Ursachen sind ein Grund, das ist okay. Aber wir glauben nicht an Abtreibung, keine Abtreibung. Sie singen Lieder aus dem ältesten Gesangbuch der Täuferbewegung, was bis heute ohne Unterbrechung in deutscher Sprache genutzt wird, der Ausbund. Wer als getauftes Mitglied die Gemeinschaft verlässt, wird exkommuniziert. Kontakt ist weiterhin erlaubt, mit der Familie aber an einem Tisch zu sitzen, verboten. 90 Meilen entfernt leben Lloyd und Edna Miller mit ihren 6 Kindern. Sie betreiben einen Hof mit Solarenergie, haben Strom aus der Steckdose, ein lokales Handy, fahren E-Bike und Quad. Sie leben von ihren 50 Milchkühen und den Erträgen ihrer 40 Hektar großen Farm. Edna hat alle modernen Küchengeräte, ihre Amish-Gemeinschaft alter Ordnung erlaubt es. Ich würde sagen, die meisten Amish-Leute haben eine Art Mixer. Manche Leute, die keinen Strom haben, haben solche Mixer, aber sie werden mit einer Batterie betrieben. Sie haben eine Batterie, die an der Rückseite befestigt ist. Aber bei uns ist es so, wir haben Strom. Also nutzen wir die Elektrizität. Edna sieht vieles pragmatisch. Über Tabuthemen wie Verhütung und Sexualität redet sie offen. Ich glaube, besonders in meinem Fall. Wir hatten 2 Kinder, die wurden mit Kaiserschnitt geboren. Die anderen 4 sind auf natürlichem Wege geboren. Aber der Arzt sagte uns, dass es ein Risiko sei, noch mehr Kinder zu kriegen. Wir haben einfach beschlossen, dass es reicht und haben Verhütungsmaßnahmen ergriffen. Ich denke also, wenn die Gesundheit der Frau auf dem Spiel steht, ist es nicht falsch, das zu tun, wenn die Gesundheit der Frau in Gefahr ist. Aber es nur aus egoistischen Gründen zu tun, etwa weil man nicht mit weiteren Kindern belästigt werden will, halte ich nicht für richtig. Edna sieht die Welt der Amish aber auch kritisch. Ich möchte nicht das Bild zeichnen, dass die Amish perfekte, kleine, fromme Menschen sind. Das sind sie nicht immer.
Denn es gibt Fälle von Inzest unter den Amischen. Das ist sehr traurig. Wenn es Menschen gibt, die keine persönliche Beziehung zu Gott haben, dann passiert so etwas. Aber es gibt solche Fälle. Und sogar Väter, die ihre Kinder sexuell missbrauchen. Das ist bei den Amischen auch passiert. Und es ist so traurig. Es ist sehr traurig. Und es ist eine Schande. Viele Vorteile in der amischen Lebensweise sieht Ednas Mann Lloyd. Als Covid aufkam, gerieten die Menschen in Panik, sodass sie heute nicht einmal mehr wissen, woher ihre Lebensmittel kommen. Und das sind reale Probleme. Und ich denke, dass wir nicht völlig abhängig sind. Wir kaufen etwas Treibstoff, aber im Großen und Ganzen könnten wir uns eine lange Zeit selbst versorgen. Vor allem innerhalb der Gruppe von Amish-Leuten, die wir persönlich kennen, könnten wir eine ziemlich lange Zeit ohne jegliche Hilfe von außen überleben. Für ihr Land und den Präsidenten in den Krieg zu ziehen, lehnen die pazifistisch eingestellten Amish ab. Dennoch respektieren sie die politische Führung als von Gott bestimmt. Ich habe noch nie gewählt. Ich habe noch nie für jemanden gestimmt. Und das ist unter den Amish-Leuten sehr umstritten. Wir folgen dem, was Jesus uns gelehrt hat. Als er sagte, dass derjenige, der das Schwert nimmt und sich verteidigt, durch das Schwert auch getötet werden wird. Und er sagte auch, wir sollten die andere Wange hinhalten. Wenn wir also wählen, wenn ich wähle und den Oberbefehlshaber wähle, der Präsident ist der Oberbefehlshaber, er ist der Chef der Armee, wenn er hingeht und befiehlt, dann würde ich das vertreten. Ich habe großen Respekt vor der Autorität. Ich respektiere unseren Präsidenten, ich respektiere unsere Führer. Gott hat diese Leute bestimmt und ich respektiere das. Gebetet wird auch hier traditionell beim gemeinsamen Mittagessen. Zwei ihrer sechs Kinder leben noch auf der Farm. Tochter Julie und Sohn Jason. Edna fährt immer per E-Bike auf Einkaufstour. Das ist für sie schneller und bequemer, als ein Pferd vor dem Buggy zu spannen. Die hügelige Landschaft wäre auch für die 12 Meilen hin und zurück zum nächsten Supermarkt zu anstrengend für das Pferd. Eingekauft wird meistens nur das, was man selbst nicht im eigenen Garten oder auf seinen Feldern hat. Ich brauche ein paar Lebensmittel in großen Mengen, sowas wie Mehl und Zucker, um mein eigenes Brot zu backen. Dieses Obst und Gemüse hier sieht so attraktiv und schön aus, aber ich brauche es nicht zu kaufen, weil ich es in meinem eigenen Garten anbaue. Ich glaube, es ist einfach ein gutes Gefühl, sein eigenes Gemüse anzubauen. Und ich weiß nicht, ob alles gespritzt ist und so. Bei mir zu Hause ist alles biologisch und ich weiß, wo es herkommt. Also ist das ein gutes Gefühl. Nur einmal in der Woche fährt Edna zum Supermarkt. Der Tag beginnt für die Millers früh, um 4.30 Uhr. Täglich werden die 50 Milchkühe gemolken. Die Biomilch und das Fleisch ihrer Kühe sind sehr gefragt. Wirtschaftlich geht es ihnen nicht schlecht. Der Milchpreis steht hoch, die Millers können von den Erträgen gut leben. Auf der Farm arbeitet weiter die jüngste Tochter Julie mit. Ich weiß, was meine Aufgaben sind, also kann ich es selbst planen. An einem Tag arbeite ich besonders hart und dann am nächsten Tag habe ich frei. Nach der Schule haben die Amish die Möglichkeit einer Auszeit.
die Rumspringerjahre beginnen. Ich habe nicht wirklich Rumspringer gemacht, aber ich war schon in Florida. Ich würde das nicht wirklich Rumspringer nennen. Ich habe dort nichts gemacht, was ich nicht auch zu Hause mache. Also nichts Verbotenes oder unangenehme Sachen. Nicht weit von Julie hat sich eine Gruppe Rumspringer verabredet. Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren. Jetzt dürfen sie Dinge tun, die sonst verboten wären. Rauchen, Alkohol trinken oder Autofahren. Am Ende dieser Zeit müssen sie sich zwischen der modernen Lebensweise und der Amischen entscheiden. Du stehst zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich unter der strengen Ordnung. Ich meine, deine Eltern werden dich ermahnen. Aber als Jugendlicher neigst du natürlich dazu, manchmal ein wenig vom Weg abzukommen. Rumspringer ist die Zeit. Das ist der Zeitpunkt, an dem man an den Wochenenden seine Eltern verlässt und mit seinen Freunden ausgeht. In dieser Gruppe wird regelmäßig geraucht und Alkohol getrunken. Meistens ist es nur eine Gelegenheit, an den Wochenenden zusammen abzuhängen und sich zu verabreden. Und sich eine Partnerin zu suchen. Man kann sein ganzes Leben lang Rumspringer sein, aber im Grunde hört es für dich auf, wenn du Mitglied der Kirche bist, nachdem man getauft wurde. Bei dieser Gruppe haben sich die Ansichten schon so gefestigt, dass sie nicht mehr auf alles Neue anspringen, was ihnen die Welt so zu bieten hat. Jeden Tag brauchen wir Gott an unserer Seite, um uns zu führen und um uns durchzubringen. Wir sind dabei auf unseren Glauben angewiesen. Und ich denke, wenn wir versuchen, seinen Lehren und allem zu folgen, wird er uns durch schwere Zeiten bringen, ganz sicher. Wir sind also immer bestrebt, unsere Zukunft zu verbessern. Und je mehr wir unseren Kindern Respekt beibringen, sie disziplinieren, damit sie gehorchen, desto besser wird die Zukunft der Amish sein. Ihr wirtschaftlich unabhängigeres Leben ist moderner geworden, ihren Grundsätzen und Werten aber sind sie treu. Es bleibt jedoch ein vorbestimmtes und abgeschiedenes Leben von der Außenwelt.